Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die MTV Unplugged Box von Santiano. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. MTV Unplugged von Santiano. Das Ganze am 18. Oktober erschienen. Wir haben hier eine Box des MTV Unplugged Konzerts der Band. Jawohl, so sieht das aus. Eine klassische DVD-Box, eine klassische Konzertbox. Hier oben lesen wir limitierte Deluxe Edition. Dann haben wir darunter den Santiano-Schriftzug, der hier so in Silber und Hochglanz hervorgehoben ist. Ich hoffe, das kommt hier halbwegs rüber. Wenn man das ins Licht hält, ja, dann kann man das hier erkennen. Dann haben wir hier die fünf Herrschaften der Band. Und darunter lesen wir dann MTV Unplugged. Hier links haben wir dann, natürlich, weil es DVDs beinhaltet, einen FSK 0 Hinweis, der aber leider aufgedruckt ist. Also es wurde hier nicht mit einem Sticker gelöst, man hat das hier wirklich aufgedruckt. Ja, etwas schade in meinen Augen, aber kann man nicht ändern. Auf den Seiten ist das Ganze in schwarz-grau gehalten. Hier sieht das fast so aus, als hätten wir hier zwei separate Inhalte. Santiano MTV Unplugged lesen wir hier dann noch. Jawohl. Auf der Rückseite lesen wir 2 CD, 2 DVD und Blu-ray. Dann haben wir hier eine umfangreiche Tracklist, 22 Stück an der Zahl. Und dann lesen wir hier noch Bonus. Okay. Bei diesen 22 Tracks haben wir jede Menge Gastbeiträge dabei, also Features. Wir haben hier Features mit dabei von Alligator, Angelo Kelly, nochmals Angelo Kelly, Vincent Weiss, In Extremo, Ben Zucker, Unag oder Onag, ich muss ehrlich sagen, diese Band sagt mir nichts, oder der Künstler. Und dann haben wir hier noch Beyond the Black, Jennifer Haben und Eisbrecher. Und auf dem letzten hier, Die Sehnsucht ist mein Steuermann, haben wir dann nochmal alle gemeinsam versammelt. Also Santiano mit Angelo Kelly, Vincent Weiss, In Extremo, Ben Zucker, Onag, Beyond the Black, Jennifer Haben und Eisbrecher. Jawohl, auf der DVD 2 und auf der Blu-ray haben wir dann Bonus. Bonus haben wir Behind the Scenes in der Kulturwerft Gollan. Dort wurde das Ganze aufgezeichnet. Das befindet sich in Lübeck, also die Kulturwerft Gollan befindet sich in Lübeck. Dann haben wir das Video Santiano mit Alligator wie zu Hause. Das wurde auch schon vorab ausgekoppelt. Gibt es bereits auf YouTube zu sehen. Und dann haben wir die Bildergalerie. Alles klar. Dann haben wir die Infos zu den DVDs bzw. zu der Blu-ray, die Beteiligten und einen Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Es ist doch nicht in zwei separate, sondern es ist hier in einer Hülle, in einem Digipack. Und zwar haben wir hier das Cover ident wie auf der Box. Und dann geht das Ganze hier in der Mitte auf. Hier haben wir einmal eine Gitarre und rechts diverse Violinen, wenn ich das richtig sehe. Dann können wir nochmal aufklappen und dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Bevor wir uns den DVDs und der Blu-ray und den CDs widmen, wir haben hier links so eine kleine Stecktasche und hier haben wir noch Sachen mit dabei. Und zwar haben wir hier als erstes mal einen Flyer, MTV Unplugged Tour 2020. Das sind die Dates, also hier überall, quer durch Deutschland, kann man beiwohnen, kann man live dabei sein, wenn die Herren auf Tour gehen. Das geht von März 2020 bis Ende April 2020. Dann haben wir hier auf der Rückseite Merchandise, also das kann man hier von Santiano erwerben. Dazu gibt es einen eigenen Shop. Und dann kommen wir zum Booklet. Limited Deluxe Edition Santiano MTV Unplugged. Also ist genauso wie das Boxcover. Dann haben wir hier in der Kulturwerft ein Foto aus dem Publikumsbereich auf die Bühne. Also hier dürfte gerade live gespielt werden. Also sieht echt mächtig aus. Und auch so zum Ort, muss ich sagen, ist es schon gelungen, weil die primären Themen von Santiano sind ja dann echt so Seefahrerei und Fernweh und Abenteuer. Und das passt ja durchaus zu dieser Location hier. Also in der Kulturwerft das Ganze abzuhalten. Ist auf jeden Fall stimmig. So, dann haben wir hier Eindrücke der Live-Show.
Hier haben wir den Sänger der Band plus Alligator. Dann haben wir hier den Herrn Kelly. Und so wird sich das jetzt durchziehen. Also jede Menge Fotos des Live-Auftritts. Hier in diesem Fall Vincent Weiss. Dann haben wir hier den Sänger von In Extremo. Das dürfte dann wohl Ben Zucker sein. Ich muss ehrlich sagen, diese Dame kann ich jetzt nicht ganz zuordnen. Eventuell ist das Onak, die mir nicht bekannt ist. Okay. Dann haben wir Alex von Eisbrecher. Also jeder Gastbeitrag, jedes Feature hat hier eigene Fotos bekommen. Sehr schön. Dann sehen wir hier nochmal die Band, die Leute, die hier die Instrumente gespielt haben. Und dann noch einmal ein Foto von allen auf der Bühne versammelt. Sehr schön. Zum Abschluss gibt es dann noch hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Also wer war daran beteiligt? Wer hat hier mitgewirkt? All das kann man hier dann nachlesen. Plus die Infos natürlich zu dem Konzert und natürlich auch zu der Aufnahme. Und dann haben wir hier noch eine umfangreiche Danksagung. Jawohl, also sehr fotolastig, aber auch textlich am Ende dann alles, was es da irgendwie Relevantes zu wissen gibt, hier erfasst. Dann packen wir das wieder hier in diese Stecktasche. Dann kommen wir zu den CDs bzw. DVDs und der Blu-ray. Wir haben hier CD Nummer 1. Die sieht so aus. Und auf dieser CD haben wir 11 Tracks, denn die 22 Tracks des Konzerts wurden hier entsprechend gesplittet auf diese beiden CDs. Ging sich scheinbar auf einer nicht aus, deswegen haben wir hier zwei CDs mit je 11 Nummern drauf. Sehen beide ident aus. So, auf der Rückseite kommt dann hier das Konzert zum Vorschein, deswegen lasse ich die CDs jetzt nochmal beiseite. Dann haben wir die DVD. DVD Nummer 1 in dem Fall, hier lesen wir schon das Konzert. Also auf dieser DVD dann das Konzert. Dann haben wir DVD Nummer 2, das ist die Bonus-DVD. Und was wir hier drauf haben, das haben wir uns ganz am Anfang durchgelesen, das sind diese Sachen hier. Also Behind the Scenes in der Kulturwerft Gollan, dann das Video mit Alligator und die Bildergalerie. All das haben wir dann hier auf dieser DVD. Und dann haben wir noch eine Blu-ray mit dabei, wenn sie rausgeht. So. Und von der gibt es nur eine, also keine zwei Blu-rays. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich auf dieser Blu-ray dann sowohl das Konzert als auch dieser Bonusinhalt mit Behind the Scenes und dem anderen Material drauf befindet. So, dann schauen wir uns einmal kurz hier diese Gesamtszenerie an. So sieht das Ganze dann aus, wenn man die CDs und die DVDs und die Blu-ray rausgemacht hat. Also hier wieder das Foto aus dem Publikumsbereich auf die Bühne. Dann packen wir die Blu-ray und den Rest wieder rein. Also einmal die Blu-ray Nummer 1. Dann haben wir die CD, die DVD Nummer 2. Dann DVD Nummer 1. CD Nummer 2 und CD Nummer 1. Jawohl. So, dann lässt sich das Ganze hier wieder wunderbar, sonst gerade Lärm gemacht, nein, wunderbar zuklappen und dann kann man das Ganze hier wieder drin verstauen. Es war jetzt so drin, ich muss ehrlich sagen, eventuell, aber oh ja, macht auch Sinn, weil man stellt es ja dann so ins Regal, dass man das hier sieht. Ich hätte jetzt kurz überlegt, dass ich so reingebe, aber so gebe ich es ja dann nicht ins Regal, also passt das schon durchaus, wenn man das Ganze dann hier so reinpackt. Jawohl, also das alles, diese CD Nummer 1, CD Nummer 2, die beiden DVDs und die Blu-ray, das alles in dieser wunderbaren Box MTV Unplugged von Santiano. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Santiano unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.
Ciao.